So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part Let's Play GTA San Andreas Live Your Dream. Und ja, wir haben uns ja bei der letzten Aufnahme hier eingemietet. Dann. Nee, komm ich raus? Nee. Das ist Exit. Ach, das gibt's doch nicht. Slash. Oh Gott, Enter. Haha. Ja, warum denn? Einfach, wenn es noch schnell geht. So, gut, mein Auto habe ich schon mal hergepackt. Das ist doch jetzt mein Auto, oder? Ich hoffe mal. Slash. Und es war ja auch nicht ganz so nett, hat mir in die Kommentare geschrieben, wie ich das Ganze per Tastenbefehl anmachen kann. Und zwar war das Ganze Leertaste und 6. Ich schätze auf Numpad. Da ich Leertaste und Shift bei mir unbelegt hat, wird es bei mir Shift sein. Ich probier's mal. Nein, nicht das Numpad. Dann die Nummer 6. Oder doch das Taste. Okay, also doch Leertaste. Also dann gilt das, was ich hier umgelegt habe, vom Schutz der Leertaste nur für außerhalb des Autos. Ist ja logisch, sonst habe ich ja hier normal Leertaste auf. Handbremse. So, was werden wir diese Folge machen? Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ich habe die letzte Folge eigentlich damit verbracht, mich rumfahren zu lassen und dabei zu reden. Ja, habe mich diesmal nicht genug vorbereitet, um ein Gesprächsthema zu haben. Ich hatte nämlich eigentlich vor, mit dem Niklas zu aufzunehmen, aber ja, der kann jetzt nicht. Richtig durchgeschlängelt. Und sogar noch 1000 von 1000 Schaden, das ist aber gut. So, gibt's hier ein Tempomat? Oder gibt's slash Tempomat eingeben? Nee. Schade. Das geht aber nicht so, weil dann kann man halt nicht mehr so schnell fahren. Ne? Ich denke mal. Obwohl, das ist ja gar nicht Tempomat. Tempomat ist eigentlich, dass das Auto auf der Geschwindigkeit bleibt, wo man gerade ist. Ach, was weiß ich. So. Vorsicht, da darf ich. Darf 80 fahren. Genau, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinfahre. Ich guck mal kurz in die Stats. Wie hatte ich jetzt 94? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche noch ein paar. Also ich glaube, ich bin inzwischen Level 2, oder? Ich bin Level 2 und habe 1 und 8 Reset-Punkte nach 50 Stunden. 5 Minuten, mal 0, mal 0, mal 9, mal 5600. Okay. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz arbeiten gehen. Gott, was hat das denn jetzt? Slash help. Jobbefehle. Da muss man das hier auswählen. Okay. Show Job. Okay. Ja, okay, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch mit Schautschuhe besparen können, weil ich weiß ja, dass ich. Ich weiß ja jetzt, dass ich Bauer bin. Ich wusste es gerade nicht. Und ja, wenn da schon steht Start Bauer, dann ist eigentlich alles klar, ne? Gut, dann fahren wir mal kurz hin. Mein Auto werde ich später auch noch dann tunen. Ich frage mich, ob der, für den ich das Auto aus Versehen getunt hat, sich gefreut hat. Wer weiß. Gut. Dann. Was könnte ich denn sagen? Ja, was ich sagen kann, ist, damit ich jetzt ein neues Aufnahmeprogramm habe, und zwar DX, sorry. Ich denke mal, das dürfte einigen von euch was sagen, das ist auch ziemlich bekannt. Das heißt, ich nehme jetzt zwei Spuren getrennt auf einmal, meine Stimme, um die dann noch per Audacity nachzubearbeiten mit Rauschentfernung und so. Und noch eine hier mit dem Ingame-Sound. Eine Sekunde kurz.
So, da bin ich wieder. Ich habe noch mal geguckt, ob alles fast, weil. Naja, ich habe vor einigen Tagen, wo ich die X-Story erst ganz mal hatte, ausprobiert, eine Folge Space Engineers aufzunehmen, weil ich da mal wieder richtig Bock drauf hatte. Und ich weiß, ich habe da noch bis zum 20.09. vorproduziert, aber ich hatte trotzdem mal ein bisschen Bock drauf. Und. Naja, das hat einfach nicht meine Stimme mit aufgenommen. Oh, da war was. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, aber es passt alles, meine Stimme wird aufgenommen, also bin ich zufrieden. Gut, dann machen wir kurz Slash. Motor. Haha. Slash. Nix Slash. F. Ich glaube, ich war mit meinen Gedanken gerade ganz anders. YOLO Player. Ach ja, die heutige Welt. Immer diese Jugend von heute. So. Nein, 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 das gibt's doch nicht. F. Okay, Slash Radio, oder? Okay. Gut, ich denke mal, das dürfte nichts ausgemacht haben. Ich guck mal, ob ich das einfach rausschneiden kann und ob das was Größeres wäre, weil das Problem ist halt, wenn ich das jetzt ein bisschen rausschneide, nicht, dass dann der restliche Game-Ton total verrutscht ist. Das muss ich mal gucken, wie das dann alles dann auch aussieht. Dem ist langweilig. Ich auch nur mal sicher. Und ab geht's. Ja, mal wieder wie blöd hin und her fahren. Aber man muss sagen, damit kann man ganz schön Geld machen. Ja. Ich vermute aber auch, man macht einfach nur damit so viel Geld, weil irgendjemand will, damit alle Bauer sind oder viele Bauer sind. Weil ich glaube, es ist zurzeit wirklich noch der lohnende Job. Also das war ja echt teilweise mal auf 20k pro Fahrt. Und da hat es sich echt gelohnt, das ist jetzt auch schon einige Zeit her. Und naja, soweit ich noch weiß, ich glaube, das habe ich mal irgendwo gehört, war das, weil der Besitzer hiervon wollte damit alle zu Bauer wechseln. Weil das dem wahrscheinlich den größtmöglichen Gewinn einbringt. Aber das tut er jetzt schon, also ich glaube, das ist auch noch der beste Beruf. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich vermute. So. Dann ist auch gleich schon Payday. Und. Ne? Das freut uns alle. Dann kriege ich wieder ein bisschen Geld. Ich kann dann mal gucken, ob gerade ein Fahrlehrer online ist und mal den Flugschein oder so machen. Vielleicht auch irgendeinen anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele alle kosten und welches Level man dafür sein muss. Ich glaube, für Waffenschein brauchen wir Level 3. Und für die anderen weiß ich nicht, ob es Levelbeschränkungen gibt. Also es gibt ja zwei verschiedene Level Waffenscheine, wovon, soweit ich weiß, die Preise jetzt auch schon ziemlich hoch gegangen sind. Seit ich das letzte Mal hier gespielt habe. Also soll inzwischen alles schon richtig, richtig teuer sein. Aber es ist wenigstens noch einigermaßen ausgeglichen. Also es ist jetzt zum Glück noch nicht so, dass dass man wenig verdient und viel ausgeben muss. Man verdient ja genauso viel, wie man ausgeben muss, ne? Also es geht auf jeden Fall noch. Ja, Fraktionen werde ich wahrscheinlich in O-Amt gehen, hatte ich ja schon mal gesagt. Oder was meine ich? Ne, ich glaube O-Amt, weil das war leichter. Und ja, was ich mal kurz sagen wollte, und zwar, weiß jemand, ob man irgendwie von dem Fahrzeug die Punkte, von dem Fahrzeugschein die Punkte wieder runter bekommt, oder geht das nicht? Also muss ich einfach warten, bis der komplett kaputt ist und ich dann 9 habe. Also bis zu viele Punkte draußen und ich dann 9 mache. So, Slash Carlock. Blöd zum Schreiben.
das ist echt praktisch mit den Kombinationen. Für alle, die es vorher noch nicht verstanden haben, das ist Leertaste und Numpad 6. Echt praktisch. Muss man schon sagen. So, gut, dann. Fahr zurück nach Los Santos. Und machen da irgendwas Tolles. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich diesen Neulingsschutz habe. Kann man mal bitte gerne in den Kommentar schreiben, wie es Wandern diesen Neulingsschutz hat? Damit ich weiß, ob ich noch Scheiße bauen darf. Weil ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, dass ich gesagt hatte, null Tode. Und das will ich auch so lange wie möglich durchziehen. Gut. Ja. Außerdem, was ihr mir auch mal wieder in den Kommentaren schreiben sollt, wollt ihr, dass ich offline spiele? Also, damit das hier jetzt kein purer Let's Play, kein purer Let's Play, wie nennt man das? Kein purer Let's Play, ach, wie soll ich das nennen? Account, sag ich mal. Also, ich meine, damit euch vielleicht mal auch ausgehen, jobben soll. Ne? Ich meine jetzt auch nur jobben oder halt einfach ein bisschen rumfahren und die Zeit dort schlagen, damit ich im Level steige. Also ich meine jetzt nicht irgendwie, damit ich hier auch noch privat spiele und dann noch ganz viele andere tolle Sachen machen. Nee, also alles Wichtige würde ich dort schon rum lassen, aber ich würde halt dann ausgehen, jobben und so und auch irgendwie einfach nur blöd rumrennen und ja, eben nur die Zeit dort schlagen, damit ich im Level steige. Naja, soweit ich das sehe, würde ihr da nichts verpassen. Und naja, wenn mir da was Wichtiges einfällt, was ich irgendwie noch bereden kann oder falls ich Verfolgen brauche, kann ich das ja dann trotzdem noch mit aufnehmen. Also ist eigentlich kein Problem, ne? So, dann. Wir werden mal kurz tanken gehen, weil ich hatte noch 18 Liter drin. Ich glaube, ich bin ja einer der einzigsten, der sich das auffährt, oder? Also das ist mir jetzt noch gar nicht so krass aufgefallen, damit so viele Leute wie blöd fahren. Ne? Viele halten sich hier wirklich so ganz blinken, was mich wundert. Also nicht nur wundert, sondern wundert. So, ja, da bin ich wieder. Jetzt habe ich doch Glück gehabt, damit ich mir erst kürzlich ein Programm zum Mikrofon muten installiert habe. Ich hoffe, das funktioniert auch, aber das werde ich mir dann später einfach nochmal mein Renderprogramm angucken oder eben so beim Aufnehmen. So, tanken. Ach, ich habe Feststraße an. Ich brauche super. Bude, ja toll. 50. 34. 20. 19. Gut. Ich muss sagen, das Benzin ist echt scheiße teuer. Über $200 für 1 Liter. Hui.
So, wir werden jetzt noch kurz bis zum Payday warten und dann werde ich die Aufnahme auch schon wieder beenden, aber weil ich jetzt, naja, nichts habe, worüber ich jetzt reden könnte. Und naja, ich glaube, es wird einfach auch zu langweilig, wenn ich jetzt einfach nur blöd rumfahre, beziehungsweise dann am Shoppen bin und einfach überhaupt keinen Plan von irgendwas habe und nichts, ne? Also mal gucken. Ich habe jetzt noch bis zum 5.9. oder so hochgeladen und bis dahin dürfte dann eine mal wieder Zeit haben zu aufnehmen, damit dann auch mal wieder was Ordentliches zustande kommt. Ja, was ihr übrigens auch mal kurz in die Kommentare schreiben könnt, wie fandet ihr das denn, dass diese Theorie, die ich mit Niklas aufgestellt habe, beziehungsweise die ich aufgestellt habe, Niklas war daneben und hat sich gedacht so, what? ja, weil ich finde sowas persönlich ja immer echt ziemlich spannend. Allerdings kam es mir so vor, wo ich mir das im Nachhinein nochmal angeguckt habe, damit das nicht, damit ich nicht weit genug ausgeholt habe, ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich extrem personenabhängig. Also ich denke mal, es wird ein paar Zuschauer geben, vermutlich weniger, die sagen, ja, war geil, kannst du doch ein bisschen länger drüber reden. Und ich schätze mal, die meisten werden sagen, nee, also ganz ehrlich, ist ja jetzt irgendwie nicht so spannend, das war ja jetzt schon so lang. Macht das man nicht mehr, ne? Deswegen weiß ich gerade eigentlich gar nicht, wie viele Leute jetzt auf welcher Seite stehen, sag ich mal. Deswegen schreibt mir das mal kurz in die Kommentare, wenn ihr ja, auf einer der Seiten steht, wenn es euch scheißegal ist, dann schreibt keinen Kommentar, ne? Oh, das hätte ich nicht sagen sollen, ich bekomme keinen Kommentar. Ja, eine Minute noch. Die werden wir jetzt auch noch irgendwie rumkriegen. Ich habe noch ganze 5 Dollar dabei, läuft bei mir. Ich glaube, noch zum Geld auch nochmal, ne? Ich ein bisschen mehr dabei habe. So. Komm schon. Ich glaube nicht 59, du schaffst das. Flash auch schon mal. Watch. Und Geld abheben. 2000. Oh. Falls man gerade ein Scheiße. 1, 2, 3, 4, ne? Ach, komm. Falls man gerade was im Hintergrund gehört hat. Das war meine Schwester. Ja, nicht. Das haut halt nicht hin, wenn ich 3 Videos am Tag mache. Da will ich nur aufnehmen, wenn gerade niemand daheim ist. Und naja, deswegen. Entweder das oder keine Videos. Und ich glaube, da ist euch das eindeutig lieber. Gut, jetzt kommen 60 von 60 Minuten. Das kann auch nicht so schwer sein. Aber wenn ihr ein Payday braucht, ne? Ein einziges Mal. Ist ja nicht so, als wenn ich ständig Payday haben will. Obwohl. Eigentlich schon. Dann gehen wir halt noch darunter zum Boot. Oh, das ist ein Hafen. Das ist aber gemappt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich weiß, dass da im Originalspiel nichts ist. Was ist das für Autos zum Wunder von? Das kommt mir ein bisschen klein vor. Hier 11.400 Gehalt, weil ich jetzt eben nur einmal jobben war. Ja, ich werde jetzt auch einfach mal offscreen jobben gehen, bis ihr mir mal in den Kommentar geschrieben habt, ob ihr das wollt oder nicht, weil naja, ich denke, es ist nichts falsch daran, damit ich da ein bisschen Geld zusammenbekomme. So, ich steige mal ein Boot meiner Wahl, weil ich darauf gerade Lust habe. Ah, jetzt zeige ich doch noch was. So, das ist auch richtig Premium, oder? Schattenmax, oh yeah. Ach so. Und das hier? Ach so.
Und das Kleine da. Schwimme! Kann ich nicht rein. Ja, toll. Achso, die hat wahrscheinlich hinten geparkt. Okay, und ich will kurz gucken, wie die alle kosten, wie viel die alle kosten. Anscheinend erzählt nicht viel. Komm. So, da bin ich wieder. Wie gesagt, das ist eine Plage. Hui, wie viele Lunen hat das denn? 1.800.000, oder? Ach du heilige Scheiße. Ist klar, ne? Das sieht billig aus. Dann sieht das billig aus. Nein. Definitiv nein. So, wenn das nicht billig aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. 29.000. Oh. Ja, lustig. Aber möchte ich mir nicht kaufen. Ja, dann hoffe ich, euch hat diese Aufnahme gefallen. Ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ja, bis denn und tschö.